hat automatisch auf 70 km/h erhöht. Der Suzuki Ignis ist eins der schlimmsten. Sorry, ich mag Suzuki echt gerne, aber der Suzuki Ignis ist das hässlichste Auto der Welt. Punkt. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das ist so brutal hässlich, das Auto. Das sieht aus, als wenn er einen Auffahrunfall hinter sich hätte. Guckt euch das mal an, bitte. So, das sieht man nicht in der Kamera, ne? Muss man ein bisschen näher ranfahren mal. Machen wir eine Ampel. Guck mal, was der für einen schweren Bleifuß hat. Der guckt die ganze Zeit, ah, kann ich vorbeifahren, kann ich vorbeifahren. Mit seinen 33 PS. Also, Verbrauch wollte ich noch sagen.